Sie haben keinen Termin. Von wegen nur Ausstellungsstück. Ich wusste es, dass einer von den Pennern. Aber ich habe ja vorgesorgt. Na. Sie haben keinen Termin. What? Wohin? Schlüsselkarte benötigt. Du verarscht mich jetzt. Der schafft's aber nicht dadurch, oder? Ich brauche eine Schlüsselkarte? Soll ich denn jetzt die Schlüsselkarte hernehmen? Okay, greifen wir auf die Neuverkabelung. So, was können wir denn aktivieren, deaktivieren? Gasleitung. Ja, so ist ganz gut. Okay, Ethanol brauchen wir jetzt gerade nicht. Molotow-Cocktail. Ich habe da noch nicht mal Molotow-Cocktail Stufe 1. Hatte ich überhaupt schon mal jemals einen Molotow-Cocktail hergestellt? Ich weiß es nicht. Wir stellen einfach mal einen her. Ich glaube, es gab eine Trophäe für alles mal herstellen oder so. Ah! So, jetzt haben wir alles hergestellt. So, Pumpgun, mal nachladen. Oh, dass du immer nachladen gedrückt. Ach, mehr als 4 Schuss gehen nicht in den Pumpgun. Na klar. Mehr als 4 Schuss gehen nicht in den Pumpgun. Natürlich. Lass mich verarschen. Verarschen. Oh, ich sehe gerade, Kätzchen95 folgt mir auf Twitter. Danke, Kätzchen. Ich weiß zwar nicht, was ich getan habe, aber danke. EMP-Mine. Taschenlampenbatterien. Okay, wieso kriegen wir hier voll viel Munition? Und EMP-Minen? Irgendwas sagt mir, dass irgendwas ganz, ganz Böses jetzt irgendwie nicht gut. Überhaupt nicht. Auch eine EMP-Mine. Molotow-Cocktail. Noch ein Molotow-Cocktail. Sag mal, was zum Geier? Ich würde gerne mal speichern irgendwo. Was ist denn, wenn ich jetzt sterbe? Ja, da könnte ich hier speichern. Ich sage ja, es funktioniert immer. Man muss nur ein bisschen rumjammern und dann funktioniert das schon. Dann gibt einem das Spiel schon irgendwann alles, was man will. Oh. Boah. Auch mal mit. Okay, dann würde ich mal schwer behaupten, kriegen wir da... privat. Noch hier unten ist was. Was soll das heißen? Du hast den Zugang zum Aufzug abgeschlossen. Deine Knarrenvorräte helfen mir einen Scheiß, wenn der Synthet, der dich gejagt hat, immer noch hier unten ist. Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Er stand in der Anlagenüberwachung und hat deine alten Hefte angeschaut. Komm hier runter und mach die Tür auf. Pronto, Smythe. Ausharren. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch da sind und das lesen. Aber ich habe vor dem Synthetenausstellungsraum mit Waffen und Vorräten Lager aufgeschlagen. Sind wir hoffentlich sicher vor der Kreatur. Smythe ist bei mir und wartet darauf, dass man ihn aus dem Flüssigkeitswerk nach oben lässt. Noch immer keine Meldung von Suzanne. Lasst mich wissen, ob sie bei euch ist. Okay, also das hier hat nicht gut funktioniert. Irgendwo muss aber noch... Also ich weiß nicht wo, aber irgendwo muss noch die Schlüsselkarte sein. Wir müssen... ich muss hier irgendwo eine Schlüsselkarte finden. Okay, Taschenlampenbatterien haben wir genug. Es muss doch hier irgendwo eine sein. Normalerweise lagen die bis jetzt immer bei Leichen rum. Ethanol. Aber der hat keine dabei gehabt. Der hat nur eine Leuchtfackel. Ist das Gas noch an?
Ja, das noch an. Der nervt. Ach du Scheiße, sind das viele. Fallen die auch mal um? Ach, deswegen die EMP-Mine. Es hat nicht alle erwischt. Ich muss nachladen. Irgendwas sagt mir. Geh weg! Irgendwas. Oh Scheiße, ich hänge am scheiß Stuhl. Keiner von denen. Okay, von denen hat auch keiner eine Schlüsselkarte dabei. Was jetzt? Nein, höre ich nicht. Okay, Scheiße, warum muss die auch jedes Mal stehen bleiben? Was habe ich denn da jetzt in der Hand? Molotow. Okay. Amen. Hier! Wow. Ich häng schon wieder. Geht weg! Ihr brennenden. Wir müssen uns über Sicherheitsmaßnahmen unterhalten. Nein! Weg! Kackding! Ich werde sie anfangen. Jetzt bin ich an der Reihe. Scheiße! Boah! Blöde! Blöde Mistgeburten! Kampfmaschinen, Arschlochficker! Ich verstehe nicht, was sie tun. Unterlassen Sie das! Ich unterlasse das nicht! Okay, ich glaube, das war's. Ich will die Pumpgun nicht verwenden. Ich habe irgendwie so das Gefühl, die wird nochmal richtig wichtig. Lad nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hab's nicht so mit Zielen heute. Holy shit. Ach, der hat sie dabei. Ja, natürlich. Holy shit. Scheiß Androiden. Halt. Erstmal nachladen, ganz wichtig. So, zweitens nehme ich den Molly mit. Drittens speichern. Ganz wichtig, speichern. Boah. Und was gut ist, wir haben die Schrotflinte nicht verwendet. Das heißt, ich habe 13 Schuss dafür. Das könnte eine Menge sein. Ich bin mir nicht sicher. Vor allem, weil wir bis jetzt noch nicht so viel davon gefunden haben. Liegt nur ein Schokoriegel. Nichts Besonderes. Okay. Ladungspack. Okay, schon wieder lauter geschrottete Androiden. Das Ding sieht heftigst unter Strom aus. Wayland Yutani Synthet registriert. Unbefugter Zugang registriert. Der ist abgeschaltet. Ich hab schon gedacht, der würde uns wieder Probleme machen. Nee, zum Glück nicht. Okay, wir müssen das hier. Kennen wir ja das Spielchen. So, das ist aus. Folgen Sie Samuels. Kann ich ihm jetzt schon folgen? Ja, die Tür ist offen.
Ja, okay. Zur Androidenanweisung. Aufzug nach unten zur Androideneinweisung. Einweisung, nicht Anweisung, sorry. Ich weiß halt nicht, wie lang es jetzt noch geht. Es wirkt so nach Ende. Es ist so schwer zu sagen. Störung. Super. Was sagen Sie? Nichts. Nur noch mehr Schrott auf dieser Station, der kaputt geht. Das Übliche. Wir waren schon mal da oben. Das nützt uns nichts. Ja, ich hab's befürchtet. Oh Gott. Irgendwie ungeil. Schnell. Hier erstmal kurz warten. Das sieht kalt aus. Ich glaube, wir sollten da unsere Hecken nicht reingehen. Schnell. Das war knapper als mir lieb ist. Trau dem Ding nicht. Okay. Mach mal. Oh. Ach so, wir sind. Ah, okay, wir sollen auf die andere Seite. Ja gut, das kriege ich hin. Rüber und dann wahrscheinlich da so. Ah, ne, mal. Okay. Komm, halt dich fest, Mädel. Schon wieder so ein Snake-Karton. Was versteckt sich darunter? Ha! Komm. Husch. Nichts. Ja. Okay. Das muss ich nicht aktivieren. Das muss ich auch nicht aktivieren. Ich muss einfach nur da lang. Und da geht's. Es wird mir nicht angezeigt, wo es hingeht, Alter. Immer auf alles vorbereitet sein. Warum haben wir so komische Stromschwankungen? Androidenabfertigung. Wir haben ein Problem auf der Station. Weiß gegen Rotopfer. Gerade hat sich ein Android mit Schädeltrauma am APDC gemeldet. Er ist mit Blut vollgespritzt. Menschlichem Blut. Ich habe die Marshals informiert, meine Sekretärin in Sicherheit gebracht und mich auf dem Weg zum Transit gemacht. Ich werde einen Hiwi-Android damit beauftragen, Apollos Rat einzuholen. Vielleicht weiß Apollo, wer zum Teufel hierfür verantwortlich ist. Apollo ist dafür verantwortlich. Noch eine Speicherstation. Gefahr ist nah. Da stand gerade Gefahr ist nah. Hä? Was für eine Gefahr? Ja gut, ich meine klar, hier sind hier und da ein paar Androiden unterwegs, aber das ist nicht unbedingt große Gefahr. Habe ich eine Karte? Ich habe eine Karte. Ich kann auch hier durch. Ich bin jetzt mal neugierig. Secret Room. Das war ein Geräuschmacher. Wo ich den gebrauchen kann, weiß ich noch nicht. Ich werde es merken. Sag uns mal so. Okay, aber ansonsten ist es nichts. Vielleicht hätte ich jetzt erst speichern sollen. Gut, ich wusste es auch nicht. So, okay. Gut, dann haben wir jetzt nur noch einen Weg, den wir gehen können. Der ist hier in den Implant Ward. Ward? Heißt es nicht Hof?
Und Implant ist ja halt Implantate. Oh ja. Hier kriegen die ihre Gehirne reingepflanzt, diese komischen. Was? Wie kann ich denn da voll daneben ballern? Vergiss dich von mir. Ich hasse dich. Ich hab die Schnauze voll von denen. Oh, Scheiße. Jetzt hab ich halt leider... Die hat auch funktioniert. Weißt du was? Du Kamera, du kannst mich mal. Die Rohrbombe hat einwandfrei funktioniert. Die hätte ich gleich gegen alle einsetzen sollen. Verdammte Scheiße. Aber beim nächsten Mal sind wir klüger. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob es irgendwann wirklich Sinn macht. Es gibt ja auch die Trophäe, dass man das ganze Spiel oder so durchspielt, ohne auch nur einen einzigen Typi zu töten. Jetzt weiß ich halt nicht, ob die Hiwis, die sogenannten Androiden hier, ob die dazu zählen oder nicht. Das bin ich mir jetzt halt nicht sicher. Mach mal lieber überall die Kameras aus. Sicher ist sicher. Einfach aus damit. So. Okay, hier wären wir theoretisch rausgekommen. Da können wir nichts machen. Ich will mal kurz was gucken. Rohrbombe. Wir haben alle Komponenten dafür. Basteln wir vielleicht doch einfach nochmal eine. Nicht. Er hat noch gezuckt. Oh, noch so ein Raum. Es geht mir aber langsam. Ich glaube, ein Keks mir oder Scheiße. Ah, natürlich dreht die Kamera genau jetzt. Ich könnte auch, ja, ich hätte auch theoretisch da unten durchkrabbeln können. Aber da verpasse ich, was hier alles in den. Was hier alles in den Räumen ist. Ein Schachbrett zum Beispiel. Okay. Kein Knopf für die Kamera? Da hinten! Bin ich gerade am Überlegen. Ganz easy. Ist gar kein Problem. So, jetzt mal schnell die Neuverkabelung. Kamera aus. Also, schon haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Jetzt hacken wir in aller Ruhe das Ding hier. Das ist das und das ist das. Ja, kein Problem. Oh shit. Ripley, gut, dass Sie es in einem Stück geschafft haben. Apollos Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixen-Synthetiken auf ihn zugreifen können. Hören Sie mir zu. Ich werde etwas Drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Was heißt drastisch? Warum wieder verbinden? Und wiederherstellen? Was heißt drastisch?
läuft gerade eiskalt den Rücken runter. Ich hasse Androiden. Außer C18. Gut, C16 war auch ganz okay. Ja, und C17 auch. Aber die anderen halt nicht. Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich muss den Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Ja, schön und gut. Und was bedeutet das? Er müsste mal ein bisschen genauer werden mit seinen Details. Oh, wir können speichern. Er müsste mal so einen ganz kleinen Tick genauer werden. Okay, wir sind drin. Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Was? Warnung, Apollo-Verbindung eingeleitet. Apollo-Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Warnung, unbefugte Verbindung. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Bis zur Stunde. Apollo versucht, mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Scheiße! Samuels, ich werde es versuchen! Wo denn? Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Was? Ich greife auf die Season-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst. Okay, zuerst rot. Rot, 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 rot. Da ist rot. Okay, rotes Kabel. Alles klar. Hä? Das muss blau sein. Blau, 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 blau. Ja, da ist blau. Okay, ja, ja, ich sehe es. Ich hab's. Blau getrennt. Was jetzt? Ich kann nicht auf die Schaltpläne zugreifen. Apollo macht es mir nicht leicht. Ich brauche das nächste, Samuels. Was? Was ist da los, Ripley? Die Notfallbeleuchtung ist angesprungen. Ich kann die Kabelfarben nicht erkennen. Sie müssen mich anweisen. Das eine war grün, das andere... Das nächste ist an eine Steckdose angeschlossen. In der Nähe einer umgeworfenen Tragfrage. Steckdose? Steckdose angeschlossen? Umgeworfene Tragware? Ja, dann ist es das da. Oh, bitte lass es das sein. Gefunden! Nur noch zwei, Ripley. Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem deaktivierten Androiden. Ja, das ist das hier. Okay, simpel. Hab's gefunden, Samuels! Jetzt nur noch eins, Ripley. Das hier? Da geht ja nur noch das. Also das. Samuels. Oh nein. Sie sterben. Sie tun so, als hätte ich je ein echtes Leben gehabt. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Samuel. Der Apollo-Transit ist offen. Sobald Sie im Kern sind, wird er mit Ihnen sprechen. Was haben Sie für mich getan? Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Dann habe ich das die ganze Zeit falsch interpretiert. Ich habe gedacht,
Er wäre eigentlich Ricardo, einer der... Ricardo, wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Ich bin hier, tut mir leid. Samuels hat es nicht geschafft. Verdammt! Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abriegelung aufzuheben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, er wäre der böse Android, weil er, ja, und würde halt versuchen, quasi irgendwie Informationen oder irgendwas zu klauen, was halt die Apollo, also was halt Wayland, Yutani, Androiden immer so gemacht haben. Aber nein! Er hat versucht, alles hier zu retten. Scheiße. Und wieder einmal habe ich mich geirrt in den verdammten Androiden. Dass die aber auch immer so unberechenbar sind.